Bach hat sein Weihnachtsoratorium 1734 komponiert. Zu diesem Zeitpunkt war er 49 Jahre alt und war seit 11 Jahren ungefähr Thomaskantor in Leipzig. Das Weihnachtsoratorium besteht aus 6 Kantaten, die bestimmt sind für Aufführungen in den 6 Gottesdiensten an den Feiertagen in der Weihnachtszeit. Also die erste Kantate für den ersten Weihnachtsfeiertag, das ist klar, die zweite für den zweiten Weihnachtsfeiertag, die dritte für den dritten Weihnachtsfeiertag, also zur damaligen Zeit war es üblich, dieses große Fest 3 Feiertage lang zu begehen mit Gottesdiensten. Die vierte Kantate ist bestimmt für das Fest der Beschneidung Christi. Dabei geht es auch um die Namensgebung, also der Name Jesu ist das Thema dieser vierten Kantate. Die fünfte Kantate ist bestimmt für den Sonntag nach Neujahr, den es in manchen Jahren gar nicht gibt, wie zum Beispiel in der jetzt bevorstehenden Weihnachtszeit. Da gibt es ihn nicht, aber 1734, 35 gab es einen Sonntag nach Neujahr, der vor Epiphanias liegt, nämlich das ist der Tag für die sechste Kantate, das Epiphaniasfest, das Fest der Erscheinung. Man könnte es auch nennen Heilige Drei Könige. Das Weihnachtsoratorium ist von Bach also nie dafür gedacht gewesen, dass man mehrere Kantaten am Stück in einem Konzert musiziert und schon gar nicht in der Adventszeit, die ja die Zeit der Erwartung auf Weihnachten ist, sondern es ist eben gedacht für das Weihnachtsfest selbst und jede Kantate einzeln im gottesdienstlichen Zusammenhang. Gleichwohl haben die Kantaten natürlich einen Zusammenhang, weil die Erzählung, die Weihnachtsgeschichte ja durchläuft durch diese 6 Kantaten und deshalb ist die Praxis, die wir heute oft haben, es im Konzert zu musizieren, die hat auch einen gewissen Sinn. Heutige Konzertbesucher und Menschen, die sich mit dem Weihnachtsoratorium beschäftigen, die werden vielleicht überrascht sein, dass Bach einen großen Teil der Musik des Weihnachtsoratoriums gar nicht speziell für das Weihnachtsoratorium komponiert hat, sondern er hat zurückgegriffen auf eigene frühere Kompositionen. Manche Details der Musik erklären sich erst dann, wenn man den Originaltext, also die erste Fassung aus den weltlichen Kantaten, kennt. Zum Beispiel der Eingangschor der ersten Kantate ist ursprünglich komponiert auf den Text »Tönet ihr Pauken, erschallet Trompeten, klingende Saiten erfüllet die Luft, singet itzt«, also jetzt, »singet itzt Lieder ihr munteren Poeten«. Da werden die verschiedenen Instrumenten, Gruppen genannt, Pauken, Trompeten, Saiten, also Streicher, und dann die Poeten, in unserem Fall die Sänger. Und genau in dieser Reihenfolge setzen die verschiedenen Gruppen in diesem Satz ein. Also das ist direkt entwickelt aus dem originalen Text. Wir haben in einer Chorprobe mal einen Blick geworfen in das Faksimile, also in die Nachbildung des handschriftlichen Originals von Bach. Und da kann man sehen, dass er zunächst sich verschrieben hat, also diesen ersten Text »Tönet ihr Pauken« in die Partitur des Weihnachtsoratoriums eingetragen hat und nicht den eigentlichen Text, den es heute hat, »Jauchzet frohlocket«. Er hat also offenbar sich einfach vertan oder vielleicht hat er zunächst beabsichtigt in einem frühen Stadium der Komposition, dass auch das Weihnachtsoratorium mit diesem Text »Tönet ihr Pauken« beginnen sollte. Das weiß man nicht genau. Die Musik des Weihnachtsoratoriums ist aber so genau passend auch auf diesen geistlichen Text des Weihnachtsoratoriums, also auf den zweiten Text, dass die Vermutung naheliegt, Bach könne vielleicht schon, als er das Werk zuerst komponiert hat, also als er auf weltlichen Text komponiert hat, schon die spätere Verwendung mit dem Text des Weihnachtsoratoriums im Blick gehabt haben. Das ist jetzt eine Vermutung, aber der Gedanke liegt nahe, weil Text und Musik in dieser geistlichen Fassung doch so eng miteinander verbunden sind. Und das liegt ganz auf der Linie von Bachs Musikverständnis. Er hat unter, wie wir wissen, unter alle Kompositionen SDG drunter geschrieben, also Soli Deo Gloria, Gott allein die Ehre. Und damit hat er diese Musik auch bestimmt zur Ehre Gottes.